Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu Hitman 3. Ja, ich würde nur sagen, dass die Aufnahmen, die hierzu gemacht werden, auch gleichzeitig, während sie aufgenommen werden, auf Twitch gestreamt werden. Das heißt, wenn ihr mir live dabei zusehen wollt, dann folgt mir einfach auf Twitch. Der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt will ich euch viel Spaß mit dem Video wünschen. Wir haben ein Ziel, wir müssen zwei Leute umbringen. Allein die Szene war in VR so extrem schlimm. Ich habe nur eine Minute dort verbracht und hätte fast gekotzt. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. So, ich weiß, dass ich hier die Kamera brauche. Vielleicht versuche ich es bei der nächsten Map nochmal mit VR. Oder besser gesagt beim nächsten Stream. Dann kann ich VR nochmal eine Chance geben. Aber ich persönlich würde es versuchen zu vermeiden. Einfach weil VR bei Hitman 3 extrem schlimm ist. Ich versuche jetzt bis 17 Uhr hier einen Stream am Laufen zu halten. Vielleicht schaffen wir zwei Missionen. Für die auf YouTube. Ich streame das hier auch nebenbei auf Twitch. Hatte schon zweimal jetzt hier einen Stream zu versucht. Einmal muss ich ihn aus technischen Gründen und danach direkt nochmal aus Übelkeit vorübergehend abbrechen bzw. ganz abbrechen. Hitman 3 kann man im VR schlicht und ergreifend nicht spielen. Also es geht von der Technik her schon. Aber man sollte es besser nicht, weil die Motion Sickness einfach viel zu krass ist bei dem Spiel. Also man kann sich da den Komfort anmachen und man kriegt immer noch die übelste Motion Sickness. So schlecht ist mir nie bei einem Spiel geworden. Vor allen Dingen, ich wusste auch nicht, welchen Knopf ich für das hier drücken muss. In VR, weil die Steuerung da auch komplett anders ist. Warum ist das eigentlich noch an? Da oben sind die zwei, die wir töten sollen. Also ich verstehe nicht, welche Tastenkombi ich gedrückt hatte, damit ich diese ganz komische Sicht hatte. Ich verstehe es schlicht und ergreifend nicht. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. Warte mal, wenn er. Kann es vielleicht sein, dass ich irgendeine Taste länger gedrückt hatte? There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover. Ich habe jetzt mal L1 ein bisschen gedrückt gehalten. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Okay, das hat da schon ein bisschen was geändert. Ja, 4706. Das kann ich jetzt mittlerweile auswendig. Och, die weibliche Putze kam. Ich muss da auch noch rein. Das Ding ist noch an. Und da reagiert nur die Frau darauf. So, den jetzt auch K.O. Gib mir deine Verkleidung. Mir steht sie eh besser als dir. Und ab in den Schrank mit dir.
Jetzt kann ich ein bisschen unauffälliger rumlaufen. Das Schöne an VR war, ich konnte auch wirklich an allem hier ein bisschen halt was machen. Also ich konnte zum Beispiel die Kiste da greifen. Ohne Schere nehme ich mir. Ein Werkzeug mehr. Ich habe die Küche entdeckt. Im Übrigen, das ist auch nochmal was zu bemängeln ist. Ich konnte im VR nicht werfen. So, ich will nur nicht, dass der Typ mich sieht. Aber der konnte mich komischerweise entdecken. Ich denke, ich kann das Fenster remote öffnen. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Oh, ein Schraubenschlüssel. Nehmen. Ich habe was zum Werfen, womit ich auch ablenken kann. Erkennt mich einer von denen? Nö. Oh, ein Schraubenzieher. Ich muss sie doch irgendwie ablenken. Hey, how are you? Huh, strange. Okay. Jetzt nehme ich mir den Schraubenschlüssel. Schlag die Frau K.O. Und jetzt direkt den Mann. Gut, dann habe ich beide hier weg, weil ich denke mal, das mit dem Handy, das darf ich nicht. Beide gefahrlos ausgeschaltet. Es wäre ja auch übertrieben auffällig gewesen, wenn sich das Fenster aus heiterem Himmel hinter ihnen geöffnet hätte. Hat er eigentlich irgendwas fallen lassen? Oh, eine Pistole. Da gibt es noch weitere Sachen. Ich kann zoomen. Lol. Okay, die Kamera, die liebe ich. So Leute, kommt, jetzt machen wir das anständig. Ich muss jetzt nochmal den ganzen Weg hier hochklettern. Ich habe jetzt einen Plan. Ich mache hier im Bad das eine Teil an. Hoffe dann, dass der da reinläuft. Und dann werde ich ihn da drin versuchen, K.O. zu schlagen. Da drin, ohne dass er mich sieht. Ey, diese Kamera finde ich einfach geil. Okay. Ich habe ja zur Not immer einen Dietrich. Sehen tut er mich da hinten gerade eh nicht. Ich muss warten, bis er auf seine Patrouille geht. Okay, jetzt schnell hier rein. Das an. Ich habe ja noch die Pistole. Die könnte ich zur Not auch benutzen. So, Küchenmesser. Jetzt muss ich ihn erstmal näher ranlocken. Als nächstes nehme ich hier, was es auch Geräusche macht. Ich nehme den Schraubendreher. Ich versuche ihn so nah wie möglich an diese Tür zu kriegen.
So, beweg dich zu der Tür. Geh da rein. So, er läuft nach vorne. Ist ja schon nah genug dran. Wehe, du läufst jetzt wieder rückwärts. Okay, er will da reingehen. Jetzt Geduld, Shining. Und tschüss. Okay, diesmal haben wir es anständig gemacht. Schraubenschlüssel natürlich nehmen. Und neue Verkleidung. Die wird mir hier auf jeden Fall mehr Türen öffnen als die, die ich gerade hatte. Und weg mit dem Leichnam. Mit der Waffe habe ich auch eine gute Idee. Das war nicht mein Plan. Erstmal auf dem Rücken. Ich kann sie ja als die Person hier jetzt auf dem Rücken behalten. Die würde ich nämlich gerne ausnutzen, um vielleicht ein oder zwei Wachen wegzukriegen. Also jetzt, ich will die nicht erschießen, Leute. Ich will die irgendwo hinlegen und dann den dazu bringen, dass er die Waffe wegbringt. So, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Vor allen Dingen habe ich dann noch eine weitere Verkleidung hier oben. Was liegt denn hier? Oh, ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. So, was finden wir denn noch hier, was nützlich sein kann? Was habe ich denn hier entdeckt? Ich benutze mal das Terminal. Okay, ich muss die manuelle Überbrückungsprozedur aktivieren. Wie mache ich das? Ich sabotiere erstmal diese Dinger hier. Schnell, schnell, schnell. Da kommen noch drei weitere Wachen. Das könnte so ein üblicher Spruch von mir sein. Wie erwartet, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, die suchen jetzt noch. Oder ist noch eine Wache dazugekommen? Ich kann halt gerade nicht rauskommen. Alles, was ich mache, ist verdächtig. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt gehen die raus. Und dann soll ich den da drinnen umbringen. Ich brauche eine Schlüsselkarte für den Serviceraum. Okay, das Ding lassen wir auf jeden Fall jetzt in Ruhe. Sonst wollen sie mich nur umnieten. Das Spiel sagt mir, der Typ hat, was ich brauche. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich den jetzt K.O. schlage, dann kriegt die Frau das mit. Ah, da müsste sie es weniger mitkriegen. Komm mit. Ich will auch nur deine Schlüsselkarte. Du darfst weiterleben. Weißt du was? Ich bring dir sogar Gesellschaft. Guck, dann bist du mit deiner Ehefrau zusammen in deinem Schrank. Könnt dann eure kleinen Spielchen miteinander treiben. Ich halt euch nicht auf. Hier, Kriegsgesellschaft. Die Schlüsselkarte kann ich hier jetzt verwenden, ne? Ich muss Admin-Privilegien mir jetzt beschaffen. Wie mache ich das denn jetzt schon wieder?
Ich glaube, ich habe mir das Schwierigste von allen rausgesucht. Gut, dass ich mir den Dietrich mitgenommen habe. Eine Ewigkeit später. Irgendwas im Raum sieht es anders aus. Nö. Ich sabotiere einfach mal. Good. We're in. Now all you need to do is access the terminal and use the option to summon the Providence partners to a meeting. Warte mal, ich mach das als der andere wieder. Hätte ich gewusst, dass ich das Ding gerade eben einfach nur rausziehen muss. Das hätte uns Ärger erspart. Vor allem hätte ich dann nicht den ganzen Laden direkt heiß gemacht. So. Zugang. Benutzen. Ich habe mal die Türen geöffnet. Natürlich machen wir die Kameras aus. Hm. Okay. The partners should be moving up here shortly. Looks like the lounge can be seen. Ich denke mal, ich habe alles gemacht, was man damit machen kann. Jetzt muss ich nach oben ins Penthouse. Ja, wie wir da hinkommen, wissen wir ja schon. Ich darf nur nie auffallen. Du, ruhig. Schläft der einfach? Wie kannst du bei der Arbeit schlafen? Also wirklich. Du hast so einen wichtigen Job und pennst dann einfach. Obwohl, ich bin auch behindert, ne? Das, was der da jetzt von sich gegeben hätte, das wäre genau die Info gewesen, die ich gebraucht hätte. Für das Tastenfeld. Auf jeden Fall bin ich die beiden jetzt los. Meine allmächtige Banane nehme ich natürlich mit. Ohne diese Banane geht es nicht. So. Ich muss da hinten hoch. Banane, go! So. Schraubenschlüssel bereit. Der Typ, der mich entdecken kann, der muss weg. So, alles nehmen. Und rein mit dir. So, die legen wir hier hin, weil die brauchen wir nicht. I'll activate the panel controlling the room's security features. When you're ready, use it to start the show. Okay. Aber erst allmächtige Banane. How are you, sir? Hallo, ich muss hier durch. Unser Chef hat nach mir verlangt. Er braucht dringend seine Banane. Er hat Hunger. Penthouse. Oh, Münzen. Die sind auch immer eine gute Ablenkung. Ja, das sind wieder die Golf-Infos. Wo ist die Lounge? Ich kenne doch die Karte nie auswendig. Wartet. Steht das hier?
Innenhof, Atrium. Ah, ich sehe auf jeden Fall, was die Show ist. Ich habe jetzt die Möglichkeit, beide gleichzeitig umzubringen. So, jetzt nicht wieder mit der Taste vertun, Shining. Danke. Kann mich hier irgendwer entdecken? Ich weiß nicht, was ich da vergiften kann. Ich kann es nicht ganz lesen. Ich muss hier durch, ne? Chef verlangt nach mir. So. So, der Sicherheitsraum wurde aktiviert. Und damit soll ich die wahrscheinlich erschlagen. Und wie kriege ich das Ding jetzt nach unten? Irgendwo muss ich das Ding noch runterlassen. Oder muss ich tatsächlich drauf schießen? Modell des Scepters. Warte mal, habe ich irgendeine Knarre überhaupt dabei? Nö. Wie genau soll ich das jetzt gerade machen? Ich müsste wahrscheinlich da oben stehen eigentlich. Beobachtet mich eigentlich gerade einer von denen? Ich wollte das Ding einfach haben. So, und jetzt einen guten Moment abwarten. Ich hoffe mal, das trifft jetzt einfach beide. Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Providence will soon be no more than a bad memory. 47. Thank you. So, ich zieh die mal weg. Am besten bevor das hier aufgeht. Ich nehme mir meine Trophäe natürlich mit. So. Und denen hinterlasse ich auch ein Souvenir. Und ich würde sagen, Mission geschafft. Jetzt kommen wir raus. Aber das muss doch auch einfacher gehen. Das war ja ein richtig komplizierter Kill. Ah, hier wären diese Golfbälle gewesen, aber wo hätte man den Explosiven hergekriegt? Ach ja, ich darf natürlich nicht vergessen. Ich habe mein Souvenir natürlich in der Hand.
Mission geschafft. Hat mich nur eine Stunde gekostet, um ehrlich zu sein. Aber ein paar Erfolge haben wir hinter uns gekriegt. ...19.000 EP. Ach, das wollte ich schon längst umändern, dass er nicht mehr Trunky, sondern Shining steht. Das ist nämlich noch mein alter Account. So, ich habe neue Startpunkte. Eine neue Waffe und einen Versteckten. Aus Versehen mein Headset rausgekickt. That's your winning face. I'd hate to see you lose. We underestimated the constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Hmm. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. Dass es viel mehr Geschichte hat als die vorherigen Teile. Finde ich richtig geil. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. Hmm. You planned this. All of it. Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? Hmm. We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Wahrscheinlich hätte auch noch irgendeinen speziellen Kill damit gegeben, während die weglaufen. Die wollten ja zum Helikopter. Wahrscheinlich könnte man den Helikopter dann auch noch irgendwie sabotieren. So, dass der in die Luft fliegt. Bevor ich sie starte, will ich erstmal wissen, was es überhaupt ist. Sieht aus wie ein altes Herrenanwesen. Also wir haben hier auch einige Missionen, ne? So ist es nicht. 2, 3, 4, 5 Missionen haben wir hier nämlich noch von der Hauptstory. Und natürlich werde ich auch versuchen, all diese Untermissionen zu schaffen. Das wird richtig AIDS-mäßig. Sehe ich jetzt schon. Weil allein schon bei Hitman 2 gab es so viele Kills, die man machen musste, die so gefühlt AIDS waren. Das war nicht mehr feierlich. Im Übrigen, falls ihr fragen wollt, weil es gibt ja noch diesen Spielmodi, ist den Sniper Assassin. Den werde ich tatsächlich nur in VR versuchen. Weil wenn ich ja normal mit der Sniper schießen wäre, würde, das wäre ja langweilig. Ne? Ja. Das wäre das, was man sich alles kaufen kann. Ich finde es schade, dass sie hier den Multiplayer nicht mehr drin haben. Weil den Multiplayer, den fand ich richtig gut. Das hat jetzt eine Stunde gedauert, bis ich hier den Kill hinbekommen hatte. Und wir haben ja noch 5 vor uns. Ich würde sagen, wir machen das sowohl auf YouTube als auch bei Twitch so, dass ich einfach pro Stream bzw. pro Folge eine Mission mache.
und dann beim nächsten weitermache, damit ich hier auch ein bisschen öfter zu streamen kann. Weil wenn ich alles in einem durchzocke, dann haben wir ja nicht lange was davon. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier jetzt schon Schluss. Ich hoffe, es hat jedem gefallen zuzuschauen. Die auf Twitch hatten natürlich ein bisschen mehr davon, weil sie auch noch meine Pannen besser begutachten durften. Für die auf YouTube. Der Twitch-Link ist in der Beschreibung und vor allem Dingen auf dem Discord von mir, also auf dem Discord-Server, da wird es direkt angekündigt, wenn ein Stream anläuft. Das wird automatisch angekündigt. Also wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt, entweder ein Follow da lassen oder da auf den Discord-Server joinen. Dann aber nichts zu spammen, es gibt dort Regeln. Ja, das war's auf jeden Fall. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss!